Sehr geehrter, lieber Herr Hahn, haben Sie erstmal vielen Dank für die sehr kluge und engagierte Einführung. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Evangelischen Akademie Tutzing, ich freue mich sehr, heute hier zu sein und die Gelegenheit zu haben, meine aktuellen Überlegungen zum Thema dieser Kanzelrede, ich wiederhole den Titel nochmal, zwischen Filterblasen und Vertrauenskrise, Qualitätsmedien und Demokratie, mit Ihnen teilen zu können. Herzlichen Dank also für die Einladung und herzlichen Dank, hier in der Erlöserkirche als Gast sein zu dürfen. Es ist schön, dass wir das endlich wieder in Präsenz machen können, denn bei allen digitalen Möglichkeiten des Austauschs haben wir ja in den letzten 2,5 Jahren doch gelernt, wie gut und wichtig es ist, persönlich zusammenzukommen, weil dadurch lebendiger Diskurs und auch oft wirklich Neues entstehen kann. In diesem Sinne freue ich mich auch auf die Premiere, nämlich dieses Gespräch. Es geht mir heute um nicht weniger als die Frage danach, wie wir angesichts der multiplen Krisen dieser Zeit auch künftig als demokratische Gesellschaft zusammenbleiben. Und welche Rolle die Medien, die traditionellen und die digitalen, dabei spielen können und sollten. Eine Kanzelrede vor 3 Jahren hätte vermutlich anders ausgesehen. Schon damals standen wir vor der großen Herausforderung der digitalen Transformation in unserem Land und vor der globalen Klimakrise. Doch inzwischen ist vormals Undenkbares hinzugekommen, eine weltweite Pandemie, die Fragilität globaler Lieferketten und Energieversorgung, ein Krieg in Europa. Wir erleben eine Zeit umgreifenden Wandels, manche nennen es die Zeitenwende, deren Auswirkungen wir sicher noch gar nicht übersehen und einordnen können. Frieden, Demokratie, aber auch unser bisheriger Wohlstand, alles, was wir in den letzten Jahrzehnten in Deutschland und Europa für so selbstverständlich gehalten haben, sind herausgefordert. Uns wird Schritt für Schritt bewusst, dass wir nichts für gegeben nehmen dürfen, dass Sicherheit, Fortkommen, Gemeinwesen volatil sind und wir uns auf ganz neue Weise aktiv für unsere demokratischen Werte einsetzen müssen. Viele Menschen sind aber zunächst schlichtweg unsicher, ob sie im Hinblick auf die hohe Inflation ihre Rechnungen noch bezahlen können. Steigende Lebenshaltungskosten sind nach einer aktuellen Studie die größte Sorge der Deutschen, gefolgt von Ängsten vor unbezahlbarem Wohnraum und einer noch schlechteren Wirtschaftslage. Neu ist die Furcht vor weltweit immer mächtigeren autoritären Herrschern. Dabei wird aktuell auch klar, arm und reich, jung und alt, Stadt und Land, die Krise trifft die Bevölkerung nicht in gleicher Weise. Viele fühlen sich zudem überfordert von den nicht mehr enden wollenden negativen Ereignissen und Entwicklungen, aber auch generell von der wachsenden Komplexität der Welt und des Alltags. Gesellschaftlich geht mit dieser Situation ein weiteres Erstarken rechtspopulistischer Bewegungen in ganz Europa einher. Vermeintlich simple, markante Antworten, neue Feindbilder, Diffamierung von Verantwortungsträgern, Teile unserer Gesellschaft scheinen dafür empfänglich. Quer durch alle Altersgruppen macht sich bei der Krise in Dauerschleife auch eine Nachrichtenmüdigkeit breit. Dabei sind wir darauf angewiesen, die großen Herausforderungen unserer Zeit möglichst informiert und möglichst in großem gesellschaftlichem Miteinander anzugehen. Wie also schaffen wir das? Was können wir tun, um der Tendenz entgegenzuwirken, dass wir als demokratische Gesellschaft auseinanderdriften und Gruppierungen untereinander kaum noch zu gemeinsamer Kommunikation führen? Was mich besonders beschäftigt, ist der derzeitige Verlust von Vertrauen in demokratische Institutionen. Nach einer aktuellen Erhebung ist das Vertrauen der Deutschen in Verwaltung, Parlament und Exekutive im Sinkflug. Bestand zu Beginn der Corona-Krise noch ein Anstieg des Vertrauens in die Regierung, scheint dieser Vorschuss verloren. Das trifft nicht nur Regierungsinstitutionen. Es betrifft auch Unternehmen und NGOs. Besonders betroffen aber sind die Politik und die Medien.
Bemerkenswert ist die Begründung für den Vertrauensverlust. Beide Bereiche, Politik und Medien, werden hierzulande überwiegend, 2/3 der Befragten sind dieser Meinung, nicht mehr als einigende Kräfte in der Gesellschaft angesehen. Und noch eine andere Zahl lässt aufhorchen. 64% der in Deutschland Befragten geben an, dass den Menschen hierzulande die Fähigkeit fehlt, konstruktive und zivile Debatten über Themen zu führen, bei denen sie unterschiedlicher Meinung sind. 64%. Mit dem Schwinden des Vertrauens in Institutionen erodiert offenbar auch das Vertrauen in die Fähigkeit unseres Gemeinwesens, Probleme zu lösen. Es geht im Kern um das Vertrauen in das Funktionieren der Demokratie. Diese fußt zum einen darauf, dass es funktionierende staatliche Institutionen gibt, denen es gelingt, im Gemeinwohlinteresse Antworten auf die aktuellen Herausforderungen zu finden. Sie fußt aber auch darauf, dass es nicht staatliche Räume und Organisationsformen gibt, in denen unterschiedliche Sichtweisen unserer vielfältigen Gesellschaft zusammenkommen und miteinander konstruktiv um Lösungen bringen. Die Frage ist, welche Rolle können und sollen Medien in dieser Gemengelage spielen? Wie muss der öffentliche Diskurs künftig verfasst sein zum Wohle unserer demokratischen Errungenschaften und einer resilienteren Zivilgesellschaft? Und was bedeutet das für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Zukunft? Schaut man in ein medienwissenschaftliches Lehrbuch, wird man so oder so ähnlich lesen, dass die wesentliche Aufgabe der Medien darin besteht, Öffentlichkeit herzustellen, also einen offenen und wahrnehmbaren Raum für Information und Meinungsbildung zu bieten. Das gilt nicht nur für den klassischen Nachrichtenjournalismus, über den wir erfahren, welche Themen gerade von kollektiver Relevanz sind. Auch Filme, aktuelle Serien und natürlich kulturelle Angebote vermitteln Wert und wirken gesellschaftlich integrierend. Sie ermöglichen gemeinsame Erlebnisse und kollektives Erinnern. Bei aller Vielfalt an Inhalten, Interessen und Werten einer pluralistischen Gesellschaft, die sich dort wiederfinden soll. In der Vergangenheit haben vor allem traditionelle Medien, also Print und Rundfunk, diese Aufgabe erfüllt. Aber ein Informationsmonopol der klassischen Redaktionen gibt es nicht mehr. Vielmehr teilen sich diese klassischen Medien ihr Feld auf mobilen Endgeräten mit diversen anderen Angeboten, die im Internet über soziale Netzwerke oder Abrufplattformen schier grenzenlos zu finden sind. Damit ist die alleinige Deutungshoheit des politischen und gesellschaftlichen Geschehens passiert. Teils erreicht ein Einzelner mehr mediale Wirkkraft als Massenmedien. Denken Sie an Influencer mit Millionen Followern oder an Donald Trump, der mit seinen Tweets an allen etablierten Medien vorbei Politik betreibt. Braucht es da überhaupt noch Journalistinnen und Journalisten und Redaktionen, die sich quasi sui generis zwischen die Informationen und die Nutzerinnen und Nutzer schieben? Bieten nicht gerade die technischen Möglichkeiten der grenzenlosen Kommunikation und des weltweiten Informationszugangs ganz neue Chancen für den demokratischen Dialog? Viel unmittelbarer, ungefilterter, gleichberechtigter? Die Verheißungen der Plattformen gehen jedenfalls genau in diese Richtung. Da ist von Verbundenheit der Menschen die Rede, von den Globus umspannenden Freund und Verwandtschaften, vom Teilen von Erfahrungen und Gefühlen. Steve Jobs, der Gründer von Apple, war einer der ersten, der 1974 in den Kainji-Ashram nach Indien reiste, um vom Traum von der besseren Welt durch persönliche Erleuchtung und tiefe Verbundenheit zu hören. Sein Fazit, so wird berichtet, große Ideen ohne technologische Umsetzung sind ebenso sinnlos wie Produkte ohne spirituelle Aufladung. Moderne, beseelte Technologie also als Weg in die bessere Zukunft? Damit hat Steve Jobs einer ganzen Generation von Informatikern und Unternehmensgründern beeinflusst. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg war ebenfalls in diesem Ashram auch Alphabet, also Google-Chef Larry Page. Und im Silicon Valley ist längst die nächste Stufe gekommen.
gezündet. Im sogenannten Metaverse können wir uns die bessere Zukunft bzw. Gegenwart, auch bessere Versionen unseres eigenen Ichs als Avatare, gleich selbst erschaffen. Noch ist die Mehrheit der Menschen beim Weg in diese zweite Realität zurückhaltend. Klar aber ist, die neuen technologischen Plattformen beeinflussen bereits heute nachhaltig unsere erste Realität und die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen. Fakten und Meinungen, Behauptungen und Belege, Erfundenes und Erfahrenes, authentische Videos und manipulierte Bilder stehen unvermittelt nebeneinander, zunehmend ununterscheidbar. Wer von uns ist wirklich in der Lage, sich seine digitalen Inhalte bewusst auszusuchen? Wie viele Userinnen und User können kompetent und zielsicher differenzieren zwischen faktenbasierten Informationen und geschickt verpackten Fake News? Eine Studie der Universität Ilmenau hat das Verhältnis zwischen Medienkonsum und eigenem Erleben bei Beurteilung der Corona-Krise untersucht. Ergebnis: Die mediale Vermittlung der Pandemie beeinflusste die Beurteilung teils stärker als die eigenen Alltagserfahrungen. Und Verschwörungstheorien, Ohnmacht und Ablehnungen erwuchsen vor allem dort, wo vornehmlich via Social Media entsprechende Inhalte immer wieder angezeigt werden. Resilienter waren, so die Studie, diejenigen, die Zeitungen und öffentlich-rechtliche Angebote nutzen. Medienvertrauen und Politikvertrauen gehen also Hand in Hand. Doch wer recherchiert Quellenangaben, zweite Meinungen, wissenschaftliche Einordnungen? Wer durchschaut die Algorithmen, die jedem unserer Suchergebnisse und Social Feeds zugrunde liegen? Algorithmen sortieren und hierarchisieren Informationen mit einem einzigen Ziel, Nutzerinnen und Nutzer möglichst lang auf den jeweiligen Plattformen zu halten, Daten abzugreifen, Werbung zu verkaufen. Verkürzung und Emotionalisierung befördern die Verbreitung von Inhalten. Meist ist es der simple Aufreger, der sich durchsetzt. Kluge, komplexere Botschaften bleiben auf der Strecke. Nicht das Anhören anderer Positionen, sondern Selbstbestätigung und Verstärkung sind das Kennzeichen von Filterblasen. Ein gefällt mir, zählt mehr als ein stimmt. Nicht Horizonterweiterung, sondern Verengung sind die Folge. Medienkompetenz erweist sich also als Kernkompetenz der Gegenwart. Doch die muss erst erlernt werden und der Plattformzirkus dreht sich schneller als das Schulen- und Bildungsangebote hinterherkommen. Jürgen Habermas, der sich jüngst mit der digitalen Kommunikation über soziale Medien auseinandergesetzt und seine grundlegenden Überlegungen zu einem Strukturwandel der politischen Öffentlichkeit aktualisiert hat, hat es so ausgedrückt. Ich zitiere: Das weltweite Organisationspotenzial, das die neuen Medien bieten, dient rechtsradikalen Netzwerken ebenso wie den tapferen belarussischen Frauen in ihrem andauernden Protest gegen Lukaschenko. Die Selbstermächtigung der Mediennutzer ist der eine Effekt. Der andere ist der Preis, den diese für die Entlassung aus der redaktionellen Vormundschaft der alten Medien bezahlen, solange sie den Umgang mit den neuen Medien noch nicht hinreichend gelernt haben. Wie der Buchdruck alle zu potenziellen Lesern gemacht hat, so macht die Digitalisierung heute alle zu potenziellen Autoren. Aber wie lange hat es gedauert, bis alle lesen gelernt haben? Zitat Ende. Neben der Frage nach der individuellen Urteilsfähigkeit der Userinnen und User, also von uns, bleibt die Frage, wie die digitale Öffentlichkeit unser aller miteinander prägt. Was passiert mit einer Gesellschaft, deren Wahrnehmung von unterschiedlichen Filterblasen geprägt wird? Einer Gesellschaft, die sich nicht mehr auf eine Realität einigen kann. Nach den Erfahrungen der NS-Diktatur wurde nach dem Zweiten Weltkrieg viel Sorgfalt darauf gelegt, ein Mediensystem auf gesetzlicher Grundlage auszugestalten, das den Anforderungen an Qualität und Pluralismus genügt. Ein relevanter, politisch und ökonomisch unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk
eine verantwortungsvolle und vielfältige Presselandschaft und schließlich ein privater Rundfunk, der ebenfalls gewissen qualitativen Anforderungen zu genügen hat. Mit der Digitalisierung wurde dieses fein ziselierte System im Ergebnis zum Teil überholt. Plattformen, die zunächst als reine Technikdienstleister entstanden sind und sich bis heute ja weigern, ihre publizistische Rolle anzuerkennen, prägen mittlerweile ganz entschieden die öffentliche Meinungsbildung, ohne den gleichen Anforderungen zu unterliegen wie herkömmliche Medienunternehmen. Dabei kann es doch nicht alleine einer Entscheidung von privaten Unternehmen überlassen werden, wie unsere Medienordnung praktisch ausgestaltet ist. Wenn Elon Musk und offenbar sogar einflussreiche Verlagschefs hierzulande der Ansicht sind, man könne der Demokratie einen Dienst erweisen, wenn man auf Twitter ungefiltert Meinungen, Fakten, Lügen, Hass und aufrechte Ansichten aufeinanderprallen lässt, so widerspricht das allen historischen Erfahrungen, die wir gerade in Deutschland gemacht haben. Es ist vielmehr Aufgabe des demokratischen Staates, grundlegende Entscheidungen über die Ausgestaltung unserer Kommunikationsräume auch im Digitalen zu treffen, nicht die einzelnen Millionäre. Deshalb ist mein Befund, und in diese Richtung geht ja auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das Sie zitiert haben, lieber Herr Hahn, wir brauchen weiterhin und mehr denn je kraftvolle Qualitätsmedien, Printangebote, öffentlich-rechtliche wie private Sender, die Standards hochhalten, Fairness gewährleisten, verantwortungsbewusst mit ihren Informationen umgehen, Qualitätsjournalismus als Grundlage für eine informierte Gesellschaft als eine Realität, als zuverlässiges überparteiliches Versprechen, als unumstrittene Basis für kontroverse Debatten und ein gemeinsames Werteverständnis. Was passiert, wenn Qualitätsmedien schwach werden? Sie haben es gerade auch schon erwähnt, verdeutlicht beispielsweise ein Blick in die Vereinigten Staaten von Amerika gerade in diesen Tagen. Dort ist die gesellschaftliche Pluralisierung längst fortgeschritten. Große Teile der Bevölkerung stehen sich unversöhnlich und ohne gemeinsame Gesprächsbasis gegenüber. Bereits seit Jahren gibt es dort gerade in der Fläche keine vielfältige Presse- und Rundfunklandschaft mehr. Die elektronischen Medien sind vollständig kommerzialisiert und der öffentlich-rechtliche Rundfunk fristet ein Dasein in der Nische. Was bedeutet das für uns? Wie müssen wir uns als Bayerischer Rundfunk aufstellen, um im digitalen Zeitalter mit all den neuen Formen der Kommunikation weiter der umfassenden politischen Meinungsbildung und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt zu dienen? Zunächst müssen wir alles dafür unternehmen, um relevant für alle Teile der Bevölkerung zu bleiben. Wir dürfen uns nicht damit begnügen, maßgeblich nur Ältere oder Städter oder Akademiker oder Menschen mit traditionellen Lebensentwürfen zu erreichen. Unsere Angebote müssen alle Gruppen in den Blick nehmen, sich immer weiter diversifizieren, denn die Zeit der Massenmedien, also ein Programm für alle, ist vorbei. Heute erwartet jeder und jede, insbesondere im Netz, auf ihre Interessen zugeschnitten Spezialangebote. Und das wird uns nur gut gelingen, wenn wir uns künftig auch nach innen, also in der Belegschaft, vielfältiger aufstellen. Das bedeutet weniger homogen, nicht nur aus etablierten Milieus rekrutieren. Und natürlich müssen wir unsere Programme mit Nachdruck digital transformieren, um mit passgenauen Inhalten dort zu sein, wo Mediennutzung im 21. Jahrhundert stattfindet. Zeitzeugen, mobil, auf Sprachassistenten. Dazu müssen wir priorisieren, neue Fertigkeiten ausbilden, dabei unseren Qualitätsansprüchen treu bleiben. Wir müssen also umschichten, neu und generationengerecht gewichten, auch auf die Gefahr hin, treues Publikum hier und da vor den Kopf zu stoßen. Auf jeden Fall aber, und so wie es angesprochen, müssen wir allen Vorwürfen mangelnder Glaubwürdigkeit oder vermeintlicher Unausgewogenheit mit bestem Journalismus begegnen. Gerade in gesellschaftlich polarisierten Zeiten müssen wir journalistisches Handwerk besonders sorgfältig, besonders nachdrücklich, besonders präzise beachten.
faktentreue und unvoreingenommene Recherche, Kontextualisierung und die Beleuchtung von Hintergründen, die Vermittlung unterschiedlicher Blickwinkel und Bewertungen, die klare Trennung von Inhalt und Werbung, von Berichterstattung und Kommentar. Gerade die Konflikte, das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Meinungen und Analysen sollten in den Qualitätsmedien ihren Platz finden. Immer, wie gesagt, auf einer gemeinsamen Basis von Fakten, aber dann durchaus in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit. Was übrigens nicht heißt, dass man jeder allzu abwegigen These eine Bühne bieten muss. Durch faire, freie und demokratische Debatten nähern wir uns gemeinsam den Herausforderungen der Zeit. Und auch das Aufzeigen von Lösungsansätzen für die anstehenden Fragen gehört dazu, sogenannter Constructive Journalism. Doch es geht nicht nur um unsere programmliche Ausgestaltung, es geht auch um uns als Institution. Nicht nur in den Vereinigten Staaten unter Trump, auch in weiten Teilen Europas. Ungarn und Polen haben sie genannt, ich füge Schweden, die Schweiz, Italien, Großbritannien an, werden Zweifel an dem Modell einer solidarischen Finanzierung durch Rundfunkbeiträge geäußert und Versuche unternommen, die Glaubwürdigkeit und Integrität von öffentlich-rechtlichen Medien zu unterminieren. Dabei ist unstrittig, dass wirkliche institutionelle Verfehlungen transparent aufzudecken und zu beseitigen sind. Hier gibt es, da muss man nicht herumreden, durchaus berechtigte Kritik. Manches aufgrund persönlicher Verfehlungen Einzelner, manches aufgrund historisch gewachsener Unwuchten und Gepflogenheiten. Dies gilt es klar zu benennen, transparent nach innen und außen und Regeln und Verfahren, wo geboten, nachzuschärfen. Genau das geschieht gerade. Und auch das ist eine Stärke von demokratisch legitimierten Institutionen, die Verantwortlichkeit gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber Rechnungshöfen und Kontrollorganen, auch gegenüber den eigenen Journalisten im Haus, ganz im Sinne der inneren Rundfunkfreiheit. Verantwortlichkeit gegenüber der Öffentlichkeit, das bringt mich zu einem letzten Gedanken. Der Dialog mit der Gesellschaft, das Abgleichen von Erwartungen und Eindrücken, das Zuhören und Reagieren wird künftig zu einer neuen Selbstverständlichkeit für Qualitätsmedien werden. Die Zeit des Denkens, also raus aus den Redaktionen, rein in den großen Äther, ist vorbei. Unsere Stärke, gerade auch im Vergleich zu globalen Plattformbetreibern wie Netflix oder Amazon, ist die Nähe zur Lebenswirklichkeit der Menschen. Was beschäftigt Alt und Jung, Stadt und Land, Menschen unterschiedlicher Geschlechter, Religionen, Lebensentwürfe? Gesellschaftliche Vielfalt und regionale Verbundenheit, für mich die DNA der föderalen ARD. An 30 Standorten im ganzen Freistaat ist der Bayerische Rundfunk vertreten, mit Korrespondentinnen und Korrespondenten, die aus der Region kommen und hochgeschätzt werden, die auch ohne Mikrofon zuhören, die lokalen Themen nachgehen und globale Fragestellungen in Bezug setzen zu konkreten Alltagserfahrungen. Befragt man die Menschen jenseits der persönlichen Präferenzen nach der übergeordneten Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Gesellschaft, dann ist die Wertschätzung nach wie vor hoch. 9 von 10 Bürgerinnen und Bürgern geben in einer repräsentativen Umfrage aus dem Sommer die wichtige Rolle des Bayerischen Rundfunks für unser demokratisches Miteinander hervor. In den vergangenen Monaten, ausgelöst durch die großen Schlagzeilen rund um die RBB-Krise, sind die Zahlen allerdings gesunken. Aber noch immer ist die Zustimmung deutlich besser als in vielen anderen europäischen Ländern. Wertschätzung durch die Gesellschaft. Dafür arbeiten wir aus tiefer Überzeugung. Nicht einfach in Zeiten, wo so vieles nur unter utilitaristischen Gesichtspunkten betrachtet wird. Auch der Medienkonsum, wo Menschen durch Netflix und Sky gelernt haben, dass man ja nur zahlen muss, wenn man diese Serie oder jenes Fußballspiel auch wirklich sehen möchte. Da
Dagegen haben es Argumente und Studien über den übergeordneten Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in unser demokratisches Miteinander nicht immer leicht. Doch nicht nur wir, auch Einrichtungen der Zivilgesellschaft und politische Institutionen lernen gerade in Krisenzeiten, dass für unsere Wertesysteme und demokratische Errungenschaften immer wieder argumentiert und gekämpft werden muss. Deswegen, so mein Appell, sollten wir uns bei aller wechselseitig berechtigten Kritik weithin nicht mit populistischen Pauschalurteilen, sondern mit Differenziertheit, Respekt und Anerkennung begegnen. Eine Schwächung von Institutionen, die unsere Gesellschaft tragen, schwächt auch andere und damit unser Zusammenleben und die Fähigkeit, die großen Herausforderungen der Zeit zu lösen. In diesem Sinne möchte ich mit einem Programmtipp schließen. Da merken Sie die alte Programmmacherin in mir. Heute ist Start der ARD-Themenwoche. Wir gesucht. Die ARD genau den Menschen widmet, die sich mit großem, oft ehrenamtlichem Engagement für demokratisches Miteinander einsetzen. Es wird zahlreiche Reportagen, Podcasts, Filme geben, auch eine digitale Deutschlandkarte, auf der viele einzigartige und ermutigende Projekte veröffentlicht werden, die mit großen und kleinen, guten Ideen überall in unserem Land den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Lassen Sie uns also zuversichtlich zusammenbleiben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich sehr auf das Gespräch.